Hallo zusammen, auch heute wollen wir euch wieder eine The Maverick Gitarre vorstellen. Ganz neu am Lager, es ist die LP850 und wie ihr schon seht, ist sie optisch sehr mitgenommen, was aber natürlich gewollt ist in diesem Fall. Und da haben wir uns überlegt, da nennen wir uns das Teil The Maverick LP850 Distressed. Ja, hat eben den Charme einer Gitarre, die schon irgendwie 50 Jahre Tourleben auf dem Buckel hat. Und von daher auch die künstlich gealterten Stellen vorne wie auch hinten. Also es ist sehr schön und sehr detailgetreu gemacht. Auch die Hardware ist geaged, dass das eben alles ein bisschen optisch auch zusammenpasst und eben den Charakter einer richtig alten Gitarre hat. Wir haben hier die klassischen Zutaten, sage ich mal, von einem Lindenkorpus mit einer Ahorndecke obendrauf. Wir haben einen Ahornhals mit einem Palisander-Griffbrett. Wir haben schöne Oldschool-Mechaniken am Kopf angebracht. Und die Gitarre hat noch eine Besonderheit, nämlich hat diese Gitarre einen sogenannten Nullbund. Das ist der Bund hier oben am Sattel, über den die Saiten auch drüber laufen, was zum Vorteil hat, dass offene Akkorde vom Schwingungsverhalten genauso klingen wie gegriffene Akkorde, also sprich wie Paré-Akkorde. Und das Ganze nicht im Soundbrei und Soundmatch untergeht. Und das hören wir uns jetzt mal an. Typisch ist und wie wir das alle erwarten, haben wir natürlich hier wieder einen Tonabnehmer, der sehr knackig klingt und der sehr viel Dampf macht. Und hier haben wir natürlich wieder den bluesigen, warmen Tonabnehmer, der schön singt. Vintage-Gitarren steht, wer auf diesen Used-Look steht und nicht das nötige Kleingeld für die großen Marken hat, der kriegt bei uns eine sehr schöne Alternative, denke ich. Denn die ist mit ca. 250 Euro ist es ein faires Angebot, wie ich finde, für so eine Gitarre. Und da wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bum 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 bum.